Die neue Ausstellung im Überseemuseum 100% Baumwolle verspricht schon im Titel, nichts zum Thema auszulassen. Und Kurator Jan-Christoph Greim kritisiert gleich vorneweg, wie die Klischees in Kino und Literatur die Realität in den Südstaaten verdreht haben. Wir wollen darüber aufklären, dass gerade in den Vereinigten Staaten die Baumwolle auf den Rücken versklavter Menschen erzeugt wurde und davon nicht nur die Vereinigten Staaten profitiert haben, sondern natürlich auch die Länder, die Baumwolle importiert haben, wie natürlich auch Bremen. Und Greim zeigt einfach mal, wie es hinter den Herrenhäusern aussah. Dieser Mythos Baumwolle, Baumwollvilla, man hat immer nur die Alleen und man fährt auf diese große Villa zu. Aber es war ein Riesenkomplex mit Sklavenunterkünften, mit Unterkünften für Aufpasser. Man hat Friedhöfe, die waren getrennt. Also man sieht innerhalb dieses ganzen Wirtschaftskomplexes auch ganz klar nochmal die Trennung zwischen den weißen Pflanzer und den versklavten Menschen. 1788 kommen die ersten drei Ballen Baumwolle aus Übersee in Bremen an. Ein Boom bricht los. Bremer Schiffe fahren fortan mit Auswanderern in die neue Welt und transportieren Baumwolle auf dem Rückweg. Nach dem amerikanischen Bürgerkrieg und dem Wegfall der Sklaverei und dann im Anschluss der Gründung der Bremer Baumwollbörse muss man sagen, dass es natürlich keine Sklaverei mehr oder keine durch versklavte Menschen erzeugte Baumwolle mehr war. Aber man hat natürlich sehr stark von den althergebrachten Strukturen profitiert, die vorhanden waren. In diesen Tagen feiert die Bremer Baumwollbörse 150 Jahre ihres Bestehens. Fassadenfiguren zeigen, welche Rolle ihre Urväter 1872 den farbigen Menschen in den Anbauländern zugedacht haben. Der Baumwollpflücker barfuß, nur mit einem Lendentuch bekleidet. Heute ist mit Stefanie Silber eine Frau Präsidentin der Baumwollbörse. Sie steht zur Geschichte des Hauses und sieht als weltweit aktive Baumwollhändlerin darin vor allem einen Auftrag. Beschäftigen sollte einen das immer. Man sollte das auf jeden Fall sich damit auseinandersetzen. Aber ganz wichtig ist, dass man halt auch sieht, wie es heute ist, wo heute die Vorteile sind, damit heute die Baumwolle wertgeschätzt wird. 170 Millionen Menschen leben heute auf der Welt vom Anbau der Baumwolle. Der Blick zurück zeigt Zwang, Gewalt und Leid beim Aufbau einer Plantagenlandwirtschaft. In afrikanischen Ländern wie Togo waren es deutsche Kolonialisten, die ihre Idee vom Baumwollanbau durchsetzten. Frauen hatten bis dahin den Anbau und das Spinnen erledigt. Männer das Weben und den Verkauf der Stoffe. Die Umkehr der Verhältnisse inklusive Zwangsarbeit mündete im Machi-Machi-Aufstand mit geschätzt über 70.000 Toten. Was sagen heute Menschen aus Kenia, Sambia oder Mosambik zum Wüten der Kolonialmächte? Zum Börsengeburtstag hat das Netzwerk Cotton Made in Afrika zum Kongress nach Bremen eingeladen. Es ist die Gelegenheit zur Nachfrage. So we've basically moved on from that era. Wir sind ganz weit weg von dieser Ära. Wir suchen jetzt nach Partnern. Wir wollen Handel, keine Hilfe. Und wir wollen Marktchancen, gleichberechtigt. And we are looking for business opportunities that are equal for everybody. Look, a lot of African countries have been independent now for. Viele afrikanische Länder sind jetzt seit über 50 Jahren unabhängig. Ich denke, wir Afrikaner müssen Verantwortung übernehmen. Ich glaube nicht, dass es jetzt noch eine Schuld gibt. Und rund um den Globus zeigt die Ausstellung 100% Baumwolle auch, welches Potenzial die Baumwolle hat für die Menschen einer neuen Zeit.